So, liebe Genossinnen und Genossen, da sind wir wieder. Ich habe jetzt, wie angekündigt, hier oben einen weiteren Wärmetauscher gebaut. Ich habe einen kleinen gebaut, einen zweiten. Musste allerdings auch hier ein Umspannwerk hinsetzen, weil das da drüben nicht mehr so weit, das hier kam nicht mehr darüber. Was zur Konsequenz hatte, dass ich hier nochmal einen Stromverteiler bauen musste. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie es mit unserem kompletten Import aussieht. Wir sind... Okay, ich kaufe zu wenig ein. Seht, ich kaufe 1,8 Megawatt ein, ich brauche aber eigentlich 2,4. Deswegen sollte ich hier auf 3,6 erhöhen. Moment, nee, jetzt ist der Strombedarf gerade wieder runtergegangen. Der war jetzt nur kurz so hoch. Warum war der kurz so hoch? Das ist eine gute Frage. Kann ich so nicht beantworten. Naja, das Problem. Ja, wir machen immer noch kein Geld und wir geben immer noch viel zu viel aus. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen darauf aus sein, auch Kohle zu machen. Also hier, die Felder wachsen sehr langsam. Also hier ist es tatsächlich, dass die übers Jahr hin wachsen. Also das wird dann irgendwann im September oder Oktober tatsächlich erst geerntet. Vorher haben wir hier nichts, also haben wir keine Nahrung. So. Universität wollte ich euch zeigen. In der Universität, in diesem schicken kleinen Gebäude, kann man forschen. Ich gehe jetzt mal rein und jetzt, wenn man hier runter scrollt, hier ist jetzt verfügbare Forschung. Ich gehe mal in den Forschungsbaum rein. Dann kann man das ein bisschen... Ist jetzt nicht die geilste Übersicht, die man machen kann. Also da könnten sie vielleicht noch ein bisschen optimieren. Auf jeden Fall hier oben Medizinische Universität macht die weiße Forschung, die technische die rote. Und dann haben wir noch die Parteizentrale, die sich dann um ganz tolle Dinge kümmern. Also deswegen, hier können wir Virologie, vorbeugende Medizin, Kampagne zur Abhärtung, Vitamine und solche Sachen über die medizinische Universität erforschen. Die haben wir aber noch nicht, deswegen können wir das alles erstmal ignorieren. Verringerung der Geburtenrate, Erhöhung der Geburtenrate, damit wir eben auch eigene Leute geboren werden, damit wir nicht immer Ausländer einkaufen müssen, kostet ja auch alles Geld. So, hier unten kommen wir jetzt in den Bereich, der interessant wird. Gibt es eben das Ingenieurwesen, das geht dann so weiter, dass wir Fließbänder, Fahrzeugproduktion, da können wir dann unsere eigenen Trabis bauen, Eisenbahnproduktion, Flugzeug und hinten raus noch Trockendocks oder eben die Metallurgie, die dann über Stahl hin zu Stahlseilen, Starkstromkabel oder eben so Druckanpassung für Pipelines und solche Sachen. Hier Studie zu Beton führt zu Plattenbauten und das führt dazu, dass wir hier in den Wohngebieten diese ganzen Gebäude freigeschalten bekommen und dann auch sehr viele andere Gebäude bauen können. Gibt es auch Gebäude, wo deutlich mehr Arbeiter reinpassen. Genauso Umweltbasis, Umweltforschung und solche Sachen. Postwirtschaft kann man hier machen. Treibstoffherstellung in der Raffinerie, damit ich den Treibstoff nicht mehr einholen muss, was zu Bitumenherstellung führt. Was dann dazu führt, dass ich endlich einen Asphalt herstellen könnte und die Kieswege durch asphaltierte Straßen austauschen kann. Und so geht es eben weiter. Da gibt es noch den Chemiereiter, die Geologie. Das ist auch tatsächlich eine der ersten Sachen, die ich machen werde. Ich werde die Geologie erforschen und dann die geologische Karte. Das hilft mir nämlich dahingehend, dass ich dann sehe, wo auf der... Dann kann ich auf der Minimap sehen. Moment, das ist gerade ein bisschen im Weg hier. Das belagert sich ein bisschen. Dann kann ich hier auf die Minimap einschalten, wo gibt es Kohle, wo gibt es Eisen, wo gibt es Uran, wo gibt es Gold und so weiter. Gold nicht, Uran haben wir hier, Bauxit oder eben Öl. Und dann können wir genau sehen, wo müssen wir denn hinsiedeln, damit wir die Dinge abbauen können. Deswegen ist das schon sehr wichtig und diesen Weg werde ich jetzt am Anfang gehen. Mit der Forschung schalten wir auch die Bauxitforschung frei und auch die Uranminenforschung frei. Und jetzt noch gibt es eben noch weitere erneuerbare Energien, Müllverarbeitung, müssen wir auch machen wegen Mülltrennung und so weiter. Dann kann man nämlich auch den Plastik und alles Mögliche. Also es dauert allerdings sehr lang. Und dann gibt es zum Schluss noch die Parteizentrale, die dann solche tollen Sachen erforschen kann, wie Rangliste für Parteimitglieder, eine Geheimpolizei, Rundfunkeinfluss, TV-Einfluss, damit wir die Leute gleichschalten können, Autos für loyale Bürger, Bildung für loyale Bürger. Also da kann man dann so richtig schön den Kommunisten raushängen lassen. Allerdings müssen wir da erstmal die Parteizentrale machen. Dann gibt es natürlich auch noch die Tourismusstudie. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar intelligenter gewesen wäre, erst die Parteizentrale zu bauen, aber ich, wie gesagt, habe halt keine Erfahrung im Spiel, um Tourismus zu erforschen, um Touristen reinzulassen, weil die lassen ja auch Geld liegen. Vielleicht wäre das der richtige Weg gewesen. Naja, letzten Endes
Wir forschen jetzt als allererstes hier die Geologie. Die hat einen Forschungspreis von, na wo steht's, hier 1500 Arbeitstage. Das hört sich viel an. Das sind auch reelle Tage im Spiel, und zwar 1500 reelle Tage im Spiel. Allerdings nur dann, wenn nur eine Person dran arbeiten würde. Sind es zwei Personen, beziehungsweise um es einfacher zu rechnen, arbeiten drei Leute, dann müssen sie 500 Tage dran arbeiten. Also so skaliert sich das hoch. Das ist übrigens auch auf den Baustellen später so. Wenn da steht, dass da 2000 Arbeitstage drin sind, dann sind das tatsächlich 200 Arbeitstage, aber pro Person. Das bedeutet, mit jeder Person halbiert sich das oder drittelt sich und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Ihr seht, jetzt haben wir hier Anzahl forschender Personen. Sind wir bei 6, 7 Stück und so weiter, maximal 37. Und ihr seht, das rast jetzt nicht gerade. Also es dauert dann doch schon ein kleines Stückchen, bis das Ganze erforscht ist. Deswegen schnellere Geschwindigkeit in dem Spiel jetzt nicht unbedingt ein Fehler. So, jetzt gehen wir auch raus, dann ist der Straßenlärm und so alles nicht da. Mathe für Arbeitgeber, genau. Ja, und Chromo, zu deinem Vorschlag, zwecks... wir können trotzdem in den Forschungsraum reingucken. Aluminium etc., das muss halt auch, wenn ich es richtig weiß, erst erforscht werden. Genau hier. Also wir sind sogar auf dem richtigen Weg, Geologie, und dann könnte man das Bauxit machen. Aus dem Bauxit kann man dann wiederum Aluminiumoxid machen und Aluminiumherstellung. Aber jetzt schau mal, wir haben hier 1500, 1300, 1900, 2000 und 2200 Arbeitstage. Ich rechne es jetzt nicht zusammen, aber es dauert eine Weile, bis wir da hinten ankommen. Vorher gibt es wahrscheinlich einige Dinge, die man vorher erforschen sollte. Ich hoffe, ich bin den richtigen Weg gegangen mit der Universität. Vielleicht ist die Parteizentrale zwecks dem Tourismus die bessere Lösung. Wir werden sehen, ob der zweite Versuch glückt. Wie gesagt, der erste Versuch ist ja offiziell nicht gescheitert. Ich habe ihn aufgrund meiner Erfahrung abgebrochen. Aber ihr seht, wo das Ganze hingeht. Also man muss schon aufpassen auf dem Schwierigkeitsgrad. So, jetzt werden wir hier erstmal noch ein Sträßle rüber machen. So, und wieder ein paar ausländische Arbeitskräfte. Nö, warum nicht? Doch, 34.000, ja. Ich habe 53.000 Rubel ausgegeben für neue Bevölkerung. Das ist halt auch ein Haufen Kohle. So, wir haben 8% Arbeitslosigkeit, weil wir immer noch 60 Leute haben, die keinen Bildungsabschluss haben. So. Müll. Ja, bevor das Ding voll ist, brauche ich natürlich auch noch eine Müllverbrennungsanlage, damit mir das nicht um die Ohren fliegt. So, wie viel haben wir denn? Haben wir denn jetzt mal was exportiert? Nein, wir haben immer noch nichts exportiert. Wie sieht es mit meinem LKW aus? 5,2 Tonnen. Aber er wird langsam beladen. Ich weiß nicht, auf was ihr schaut. Wenn ihr auf dem PC schaut, könnt ihr es sehen. Auf dem Handy könnte es vielleicht ein bisschen eng werden. Das tickt langsam nach oben. Jetzt tickt es gerade schneller nach oben, weil jetzt wahrscheinlich mehr Leute da sind. Also wir haben bald unsere erste Ladung weg. Das wird uns grobe 8.000 Rubel einbringen. Ist natürlich... Ja, der April ist halt auch noch nicht referenzwert, weil der Import beinhaltet auch immer die Baustoffe. Also der Ressourcenimport von jetzt aktuell knapp 37.000. Da werden halt auch alle Baustoffe mitgezählt. Aber klar, Benzin darf man nicht vernachlässigen, Lebensmittel etc. Das kostet alles einen Haufen Geld. So, wir schauen mal. Hier ist jetzt übrigens ein neuer Ort automatisch gegründet worden. Der Bauernhof gehört nicht mehr zu Klivistok, sondern der Bauernhof gehört jetzt zu Zazhallis. Zazhallis. Ist ja kein LL. Das hat einfach damit zu tun, dass der für das Spiel geografisch zu weit weg ist von der Ortschaft. Eventuell hätte es keine eigene Ortschaft bekommen, wenn ich das hier zugebaut hätte. Das weiß ich aber nicht. Also der gründet dann immer eigenständig Ortschaften, wenn es zu weit weg ist. Das hier scheint egal zu sein, weil das ein Industriegebiet ist, das bekommt keinen neuen. So, jetzt haben wir einen neuen Fahrzeugtyp. Hier gibt es natürlich auch Züge in diesem Spiel. Zum jetzigen Zeitpunkt natürlich völlig illusorisch. Auch zwecks Kosten und so weiter. So, jetzt ist es eine Weile gelaufen. Und wir schauen einfach mal rein. Er schaut bei 8,7, 8,8%. Also
Es ist aber nicht die kürzeste Forschung, die es gibt. Also 1500 ist schon sowas Mittleres. Es gibt auch Dinge, die nur 500 dauern, 500 Arbeitstage. Ich mache das raus bei dem Heizwerk. Jedes Mal, wenn hier kein Mensch mehr arbeitet, bitte keine Benachrichtigung mehr. Ja, ja, es tickt nach unten unweigerlich. So, der LKW müsste aber jetzt langsam voll sein. Ne, 5,6. Warum? Es arbeiten wieder nur zwei Leute hier. Ich möchte aber wirklich gesagt der hier nicht sagen, dass sie alle hier arbeiten sollen. Okay, jetzt kommt wieder ein größerer Schwung. Weil sonst arbeitet mir nämlich keiner mehr am Heizkraftwerk und das will ich ja auch. Und es arbeitet mir dann auch keiner mehr in der Wasseraufbereitung, die ganz wichtig ist, und auch keiner mehr im Klärwerk. So, was sagt mir mein technischer Dienst? Da ist alles in Ordnung, das ist schön. Schaut es hier mit Müll aus, der wurde abgeholt, jawohl. Hier, der Müll wurde auch abgeholt. Die haben übrigens alle die Absetzcontainer. Und wie gesagt, es gab irgendeinen Hinweis, also in dem Mülltutorial, aber ich weiß es einfach nicht. Also verkaufen wir doch tonnenweise Wasser. Schreibt der Chrome gerade. Ja, wahrscheinlich müssen wir es echt machen. Allerdings, wenn ich das mache, muss ich natürlich wieder was bauen. Moment. Hier Abwasser B und Entladestation. Ne, Wasser B und Entladestation. Hier. Lade-Entladestation für Wasser. Ich meine, wir können es mal probieren. Ich meine, ich muss ein bisschen was investieren. 5200 Rubel. Wasserversorgung. Ah, Wasserversorgung muss ich aktiv ranmachen. Dann machen wir es hier oben hin. Weil ich habe hier, ihr seht, hier ist noch ein Wasseranschluss frei in diese Richtung. So, dann snappen wir mal wieder. Wunderbar. So, wenn ich das jetzt hier so hin mache, dann ist der Anschluss auf der falschen Seite. Das ist blöd. Dann mache ich es hier hin. Nee, hier hin. So, dann investieren wir das Geld kurz. Moment, muss ich in den Untergrund gehen, sonst sehe ich es nicht. Ich nehme eigentlich auch immer die mittleren Leitungen. Ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, aber so. Dann haben wir das hier angeschlossen. Und jetzt, jetzt brauche ich natürlich auch noch mindestens zwei Fahrzeuge, weil einer wird zu wenig sein. So, zeige alles. Wassertank. Moment, der kann 3,5 Kubik Wasser nehmen. Und der kann 11 Kubik Wasser nehmen. Jetzt gibt es hier, das weiß ich, auch einen Tank. Ah, okay, der kann kein Wasser nehmen. Er kann nur die nur Öl, Bitumen, Treibstoff oder Flüssigdünger nehmen. Okay, dann müssen wir das hier nehmen. Nehmen wir natürlich zwei davon. Kostet uns halt nochmal 14.000 Rubel. Aber wir investieren das jetzt einmalig. Und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Aber ich muss jetzt ein bisschen Geld verdienen. Oh, der LKW ist losgefahren. Ah, hier 8.138 Rubel haben wir eingenommen. Jetzt schauen wir mal im Mai. Wir bauen jetzt mal, ich weiß nicht, ob wir nichts bauen, aber wir haben jetzt im Mai, verdammt, wir haben schon was gekauft. Nee, das lief noch in den April rein, der Bau. Das ist gut, das bedeutet, wir haben im Mai jetzt nur die Fahrzeuge gekauft. Jetzt können wir mal darauf achten, wie sich das mit den Fahrzeugen hier. Wir werden das jetzt einstellen. Ihr nehmt hier Wasser und verkauft es hier. Und du startest damit und wir kopieren die Einstellung auf den. Und du startest damit auch. Die fahren jetzt übrigens erstmal tanken. Und dann können wir jetzt eindeutig sehen, was wir mit Wasserexport und... warum fahren die denn alle hier oben lang? Was macht denn das für einen Sinn? Aber jetzt mal ernsthaft. Hier stimmt was mit meiner Straße nicht, 100%. Ja, hier fehlt ein Stück.
Deswegen fahren die alle hier oben lang durch die Bushaltestelle durch. Naja, gut, jetzt haben wir eine minimal gebaut. Wobei, das hat 259 ausländische Arbeitskräfte. Ja, das kann man jetzt mal vernachlässigen. Aber jetzt sehen wir, was der Export kostet. Moment, jetzt schauen wir mal, der ist... Moment, wir müssen hier natürlich schon sagen, du wartest, bis du voll bist. Weil sonst macht das gar keinen Sinn. Du wartest auch, bis du voll bist. Ich weiß natürlich nicht, ob der das jetzt überhaupt leistet. Ich glaube aber schon. Also die Ladung ist jetzt nichts wert. Also fast nichts. Die ist 5 Rubel wert. Okay, selbst wenn er voll ist, das gibt natürlich nicht besonders viel. So. Jetzt schauen wir mal, bis der voll getankt ist. Wahrscheinlich hätte ein Fahrzeug gereicht. Okay, jetzt dauert es. Jetzt der voll. Ne, jetzt hat er 11. Okay, er bringt 44 Rubel pro Fahrt. Das ist halt echt nicht viel. Wenn du überlegst, wie oft der jetzt fährt und auch Treibstoff verbraucht, im Gegensatz zu den fast 8200 Kleidung, natürlich hat das auch sehr lang gebraucht. Hier, der hat jetzt 1,1 Tonnen drin, hat 1400 Rubel schon wieder verdient. Also ich glaube, der Wasserexport ist ein nettes Experiment, aber mehr auch nicht. Vor allem, ich glaube, es hätte wirklich ein Fahrzeug gereicht, weil die gar nicht schnell genug vollgetankt werden. Aber so hat der Brunnen wenigstens mal was zu tun. Hier steht es übrigens, Gebäudewartung, ich hatte es vorhin mal erwähnt, Abnutzung 1%, deswegen der Straßenanschluss, weil die Gebäude dann irgendwann mal gewartet werden müssen. Wofür ich übrigens noch überhaupt nichts gebaut habe, aber das ist am Anfang auch nicht notwendig. Also ich meine, was ich da jetzt investiert habe, bis ich das wieder reingeholt habe bei 44 Rubel pro Fahrt, das wäre jetzt zum Beispiel was, aber da ist natürlich die Investition noch viel höher und auf der kurzen Strecke macht es auch gar keinen Sinn. Aber bei solchen geringen Tonnagepreisen, wie zum Beispiel bei Kohle und sowas, kann man natürlich alles exportieren. Aber da macht es wahrscheinlich eher Sinn, wenn du das über Züge machst, damit du eben richtig viel Masse auf einmal bringen kannst. Wie mit diesen LKWs. Weil die LKWs selber verbrauchen Treibstoff, haben Abnutzung, müssen repariert werden, habe ich auch noch nichts für gebaut, muss man auch noch machen. Also muss man alles selber machen. Reparaturstationen gibt es nämlich hier, Werkstatt. Muss man halt, ich weiß nicht, ob ihr es soweit sehen könnt, muss man Kunststoffe, elektronische Bauteile, Stoff, mechanische Bauteile, Elektronik, alles einkaufen. Und eventuell Stahl und Aluminium, um Fahrzeuge reparieren zu können. Also bis man in diesem Spiel komplett autark ist, das dauert eine Weile. Kiesertüre, Abnutzung als Straße. Ich glaube, Straßen haben gar keine Abnutzung. Die haben einfach eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Hier ist, schau, die Kiesstraße hat eine maximale Geschwindigkeit von 60 km/h und eine Gehgeschwindigkeit von 62%, was die Menschen angeht. Jetzt eine unbefestigte Straße, wie immer drüben beim Bauernhof, da kann man sogar nur 35 km/h fahren. Und jetzt die Asphaltstraße, was ja die schnellste ist, da kann man halt 110 fahren und 79% Gehgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt sogar eine Asphaltstraße mit Straßenlaterne und Gehwegen baue, dann erhöht sich die Gehgeschwindigkeit der Bevölkerung auf 87%. Die Geschwindigkeit der Autos erhöht sich nicht. Auch hier die einspurige Straße hat eine Gehgeschwindigkeit immerhin von 83%. Also das ist der Unterschied zwischen diesen Straßen. Da gibt es noch die Plattenstraße, das ist, glaube ich, diese klassische Betonplatte. Da haben wir immer eine Gehgeschwindigkeit von 79%, die ist echt gut. Aber eine Abnutzung hat eine Straße, glaube ich, überhaupt keine. Aber wie gesagt, ich habe ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr da so alle aufgepasst habt oder überhaupt schon da wart, das weiß ich nicht. Da hat man ja kurz die Kosten. So eine Asphaltstraße kostet halt das Dreifache, glaube ich. Oder sogar das Dreieinhalbfache von der Kiesstraße. So, wie schaut es aus mit unserer Forschung? Na, wir sind immerhin bei knapp 30%.
Also das werden wir wahrscheinlich in der YouTube-Folge nicht mehr unterbringen. Zur minimale Regierungsloyalität für Angestellte. Das kann ich übrigens einstellen. Hier können wir auch hochgehen auf 50%. Ich kann allerdings die minimale Regierungsloyalität für Studenten nicht einstellen. Da brauche ich nämlich die Bildung für loyale Bürgerforschung, also über die Parteizentrale. So, hier sind auch zu wenig Professoren. Das Problem ist, wir haben... Aber schaut, wir haben Bevölkerung hinzugewonnen durch Kinder. Wir haben momentan nur 61 Arbeiter, die Uni-Abschluss haben. Also nur... Ah, wir haben aber kaum noch ungebildete Arbeiter. Das ist schön. Nur noch die 7 Stück, die arbeitslos sind. So, ein neuer Bagger ist verfügbar. Ich hatte auch in einem anderen Spielstand schon das Rathaus gebaut, hier bei staatliche Infrastruktur Rathaus. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann, weil, also ich werde es jetzt nicht bauen, weil es kostet mich 23.000 Rubel. Da braucht man Buchhalter. Und ich hatte keinen einzigen Buchhalter in dem Spiel. Ich weiß nicht warum, entweder wollten die einfach von sich aus dort nicht arbeiten oder irgendwas habe ich falsch gemacht. Das ist ja eigentlich der technische Dienst. Ja, das ist der technische Dienst. So, was haben wir noch? Weltmarktbericht. Der Preis von Kohleerz auf den Weltmärkten sinkt. So, hier hätte ich noch ein bisschen Platz. Also, theoretisch könnte ich mir ein paar Einwanderer mit Uni-Abschluss für 5.000 Rubel kaufen. Dann könnten hier mehr Professoren forschen und die Forschung würde schneller gehen. Frage, will ich mir das jetzt leisten? Erstmal nicht. So, wir schauen weiter auf unsere Bilanz. Also unser Import hat jetzt unseren Export fast eingeholt, wenn man jetzt den Import der Fahrzeuge abzieht, weil das ist ja eine Neuanschaffung, und die ausländischen Arbeitskräfte abzieht, sind wir noch im Plus. Wir sind auch schon am 25. Mai. Also da wir nicht am 1. Mai mit dem Wasserexport angefangen haben, sondern kurz danach, bin ich gespannt, wie es im nächsten Monat aussieht. Wie schaut es hier mit der Kleidung aus? 3,4 Tonnen. Wir arbeiten halt einfach zu wenig Leute. Kann ich hier irgendwie einstellen, dass hier mehr Leute arbeiten sollen? Ich meine, mehr Kleidung bedeutet natürlich auch mehr Stoffverbrauch. Nee, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, dass die Bushaltestelle... Ich habe tatsächlich Angst. Ja, natürlich habe ich keine Angst im Spiel, aber ich habe die Befürchtung, wenn ich das jetzt einstelle, dass die halt hier nicht mehr rangehen. Ich meine, ich kann es ja mal testen. Wo sollen die Bürger arbeiten? Das konnte ich hier nicht einstellen. Ich mache jetzt mal so. Problem ist, kann das nicht runtersetzen. Ich meine, wenn ich jetzt hier... Ah, okay, ich verstehe. Moment, das hier noch rein und das hier noch rein. Ich glaube, sonst brauchen wir hier erstmal nichts. Ne, sonst haben wir hier nichts. In der Tankstelle arbeitet, glaube ich, niemand. Genau. Der technische Dienst, in den kostenlosen arbeitet auch niemand. In der Müllhalde arbeitet auch keiner. Okay. Dann kann ich nämlich jetzt sagen, okay, in der Bekleidungsfabrik sollen
50% aller Leute arbeiten. Jetzt verstehe ich, so kann man das jetzt einstellen. Hier müssen gar nicht so viele arbeiten. Ich meine, das Ding arbeitet auch, wenn nur einer drin ist, noch ausreichend. Müssen wir mal hier oben jetzt kurz gucken. Ah, geschätztes Warmwasserinnahme dieses Wärmetauschers 70 Sternchen, wenn Gebäude mehrere Fernwärmeanschlüsse nutzen können. Und das können sie. Und auch der hat von der Seite tatsächlich alle Gebäude drin, genauso wie der. Deswegen hat er auch dasselbe. Deswegen teilen sie sich's. Okay, dann sind wir wieder im grünen Bereich. Wie schaut es hier aus? Hier ist dasselbe. Gesamtleistung 1,8 Megawatt und 1,2, wenn es aufgeteilt wird. Wenn wir hier oben 1,8 Megawatt haben und hier unten 1,7 Megawatt. Aber es wird nicht alles gleichzeitig genutzt. Wir sind bei 0,7. Aber da muss man echt aufpassen. Wie Sau. So, der Mai ist übrigens rum. Es gibt übrigens auch separate Statistiken zu Dollar und zu Rubel. So, also wir haben 900 Rubel gemacht durch Wasserexporte. Also letzten Endes haben wir noch einen Verlust von 700 Rubel gefahren durch den Wasser- und den Kleidungsexport. Also wir sind auf einem sehr guten Weg. Ist die Frage, ich habe natürlich hier jetzt die Produktion deutlich gesteigert, was wie gesagt aber auch den Stoff erhöht. Hier, wenn was wächst, sieht man übrigens auch ein bisschen so Felder. Also so ein klein bisschen Detailarbeit haben sie, aber mit den ganz kleinen Details haben sie es ja nicht so in dem Spiel. 58%, 53, 52. Wir sind auch im Juni, wie gesagt, zum September rum. September, Oktober wird hier dann geerntet. Und dann haben wir mehrere Tonnen. Ich glaube, es kommt fast 200 Tonnen Weizen aus einem so einem Feld raus. Das war hier auch ein Kornspeicher für. Okay, ich habe unwissentlich, glaube ich, einen großen gebaut. Das war keine Absicht. Weil der hat nämlich nur 800 Tonnen. Den größeren? Habe ich einen größeren aus? Ne, es gibt nur den. Aber der hat nur eine 800 Tonnen. Zur Gesamtkapazität mit dem zusammen. Hier steht es ja. Pflanzen 0 von 800 Tonnen. Mit den Pflanzen könnte ich dann die Stofffabrik hier starten, denn eine Stofffabrik braucht tatsächlich Pflanzen. Also die machen die Kleidung wohl aus Pflanzenfasern. Könnte ich die starten und bauen, allerdings kostet mich das 26.000 Rubel. Schauen wir mal. Okay, hier laufen jetzt doch relativ viele Leute runter. Hier arbeiten wieder bloß 9 Leute. Ah, der LKW ist schon wieder gefahren, er ist schon wieder auf dem Rückweg, okay. Wir haben 8500 mit Wasser jetzt. Also wir werden es nicht mehr in die Folge unterbringen. Vielleicht nehme ich noch eine auf. Ich muss mal schauen, weil ich habe einfach noch Bock. Auch wenn es schon recht spät ist, aber kurz vor halb eins, falls jemand auf YouTube interessiert. Aber ich habe heute später angefangen. Da unten ist eine grüne Zahl. Da ist eine grüne Zahl. Seht ihr das? Auch wenn die langsam wieder nach unten tickt, aber da ist eine grüne Zahl. Noch erst. Moment, das kann man doch. Hier. Größer für alle. Hier unten eine grüne Zahl. Hier haben wir übrigens sowjetischer Block und die westlichen Länder, so Import. Kann ich mir das eigentlich noch anzeigen lassen? Was? Ah, hier steht's. Also das kaufen wir alles ein, müssten wir theoretisch selber. Chemikalien, stimmt, das brauchen wir, das habe ich gar nicht ganz vergessen. Chemikalien brauchen wir im Abwasserwerk.
Stromimport ist natürlich am teuersten. Also sehr lukrativ wäre es tatsächlich, wenn ich mir ein eigenes Kraftwerk baue. Da müsste ich allerdings wieder Kohle importieren. Ist die Frage, was günstiger ist, den Strom direkt zu importieren oder herzustellen. Aber so ein Kraftwerk kostet wahrscheinlich auch ein Schweinegeld. Schauen wir mal. Kernkraftwerk können wir noch nicht. Solarkraft können wir auch noch nicht. Hier Kohlekraftwerk. Kostet auch nur 200.000 Rubel. War ein bisschen schwierig. Verursacht einen Haufen Umweltverschmutzung. Sollte also wirklich weit außerhalb von der Siedlung stehen. Braucht halt Kohle. Eventuell ist es, also ich vermute mal, dass es grundsätzlich immer günstiger ist, was selber herzustellen, wie es einzukaufen. Und wenn man auch die Zwischenware einkaufen muss, so wie bei der Kleidung. Es muss günstiger sein, die Kleidung herzustellen und den Stoff einzukaufen, wie die Kleidung direkt einzukaufen. Also da gibt es für mich keinen Zweifel. Deswegen wird es wahrscheinlich auch günstiger sein, ein Kraftwerk zu bauen und die Kohle dazu einzukaufen, wie den Strom einzukaufen. Allerdings 200.000 Rubel, ja, dann sind wir kurz vor der Pleite. So, jetzt sind wir aber bei 31 Minuten. Der Monat ist fast rum. Ich mache mal kurz Pause. Ich mache noch eine Folge hinten ran, auch relativ gleich. Dann sehen wir das Ende vom. Ich hole euch, glaube ich, zurück, wenn der Juni vorbei ist. Und dann sehen wir uns mal die Bilanz für den Juni an, wie die ausgefallen ist. Und dann sehen wir, was wir noch machen können. Ein bisschen Geld haben wir noch. Also, es wäre zum Beispiel eine Option, wo man jetzt auch nicht viel Geld mitmacht, aber so ein bisschen Geld mitmacht. Ich könnte relativ schnell noch Geld machen mit Holz. Das bringt, wie gesagt, nicht so ganz so viel Geld, aber ich könnte ein Sägewerk und ein Förster bauen, dann wird man immerhin 14 pro Tonne kriegen. Alkohol sind 246 pro Tonne, wäre natürlich auch eine Option, allerdings muss ich da auch wieder was einkaufen. Und hier müsste ich nichts einkaufen. Also ich müsste nur das Gebäude bauen, dann würde ich hier das Holz. Die Preise ändern sich übrigens, sehe ich gerade, weil Holz war nämlich bei 8. Dann könnte ich das Holz abbauen und das exportieren oder ich lasse es zu Bretter weiterverarbeiten und exportiere die dann. Das ist ein bisschen Geld und der nette Nebeneffekt, der dadurch noch entstehen würde, ist, Bretter sind Baumaterial. Das bedeutet, wenn ich dann irgendwann mal ein Baubüro baue und nicht mehr alles durch externe Arbeiter machen lasse, dann haben wir schon die ersten Waren da. Aber das sehen wir beim nächsten Mal und dann bis dahin. Macht's gut. Ciao.